Verlobung ist nun entkommen. Ey! Niklas. Hör! Junge, ich bin so asozial! Ich schau gerade im Pool. Oh mein Gott. Leute, ihr glaubt es nicht. Eyo! Slow Bro Gang Gang! Skrrt! Willkommen zurück zu einem Video auf meinem Kanal, Freunde. Gönnt euch erstmal die View. Ja, Freunde, willkommen zurück zu einem Video auf dem Kanal, Leute. Heute gibt's endlich ein neues Video. Ich war ja, wie gesagt, jetzt meinen Führerschein machen und wir sind gerade im Urlaub, Freunde. Wir sind in der Türkei. Und heute drehen wir die Challenge, wer es schafft, zuletzt das Hotelzimmer zu verlassen, Freunde. Und das ist die allerschwerste Wer-zuletzt-Challenge, die wir jemals hatten, Leute. Weil, ihr müsst euch vorstellen, es sind ja ungefähr 40 Grad. Es sind 36 Grad hier in der Türkei. Plus, wir haben direkt vor uns, wie ihr gerade gesehen habt, einen riesen Pool. Und dahinter ist direkt das Meer, wie ihr gesehen habt. Auf jeden Fall, ihr seht, Leute, kranke View. Und da möchte man einfach reinspringen, weil es so warm ist, oder, Niki? Mann! Nur heute auch am Start, Freunde. Heute sind wir wieder alle am Start. Felix ist am Start, zeig dich mal wieder, Bro. Was geht? Zeig dich. Nein, nicht schon wieder. Ich bin am Start, Freunde. Niki ist am Start, was geht ab? Und Nora ist am Start, die hinten am Trinken ist. Digga, was macht die da schon wieder? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr habt es euch alle gewünscht. Wer zuletzt das Hotelzimmer verlässt, hat die meisten Likes bekommen. Wenn ihr wollt, dass wir drehen, wer zuletzt den Pool verlässt, Leute, dann will ich hier aber viele Likes sehen. Ich möchte, dass ihr alle abonniert, Freunde. Dann kommt ein Wer zuletzt den Pool verlässt. Das hier, Freunde, wie gesagt, da hat Mehmet nicht seine Arbeit geleistet. Aber wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen Fernseher, wo Niki schon wie immer eine Minibar war. Freunde, meine Taktik ist einfach die ganze Zeit zu zocken. Das ist das Beste. Warum ist das Beste, Niki? Junge, Fortnite zocken und dann Nora anfurzen. Sie geht raus und dich verprügeln. Aber Leute, er hat irgendwie mir einmal mitgeschmuggelt hier. Ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat. Gestern, ich melde nochmal hier ein, der Pool war geschlossen, aber Niklas ist trotzdem reingesprungen. Ja Leute, ihr wisst nicht, das ist ein bisschen savage, my man. Also ihr fragt euch ja, wer die Zutüre in diesen Kühlschrank gepackt hat. Wer hat die da wohl reingepackt? Glaube ich, ich habe sie da reingepackt. Weil ohne Essen läuft hier gar nichts. Und ihr wisst ja manchmal, da spielt man auch gegen die Regeln. Aber das weiß Cedric ja nicht, deswegen... Anyways. Singst du, Alter? Was? Freunde, meine Taktik wird so sein. Ich werde ja unauffällig sein. Bis zum Ende. Keiner wird damit rechnen. Und dann bringst du einen dreckigen Move raus. Deswegen seid gespannt. Guckt bis zum Ende. Ich werde alle Hops nehmen. Ja, was fehlt dir? Der Stuhl! Geh mal weg! Hat niemand gesehen? Ich habe so lange kein Fortnite mehr gezockt. Jetzt erstmal ein bisschen leveln und sweaten. Boah, Junge, meine Freundin hat gar keinen Bock mehr auf mich. Verstehe erst der. Boah, irgendwie habe ich jetzt Hunger. Warte, ich will jetzt mein Suju. Boah, willst du die echt essen? Ich esse die immer so. Na, zieh dich jetzt noch. Komm. Boah, die stinken bis hier, Mann. Ist das eine Taktik oder was? Das ist echt so, die stinken mies, Alter. Boah. Schmeckt das? Ich glaube, die ist noch gelaufen. Junge! Oh. Eine Taktik, um uns rauszubekommen, Alter. Plus die Klimaanlage. Es riecht ja nach kalter Zuschuch jetzt drin, Alter. Das ist gar nicht böse, gar nicht. Boah, herrlich, geh mal weg. Junge, wollte ich dir Skins kaufen? Habt ihr eine Karte so viel Langeweile? Wie ist denn die schöne Frau? V-Bucks. Niki, du weißt, was das heißt. Ey, warte, hast du welcher Creator-Code? Ich dachte, Digga. Cinelobro, da steht es schon. Plus, Freunde, geht auf jeden Fall in unseren Shop, cinelobro.de, Leute. Gönnt euch was von Cinelobro. Gekauft, Digga. Ihr habt so viel Langeweile, dass ihr euch Skins kauft. Galaxy Spielerland, Baby. So viel Langeweile schon. Digga, halt. Wir chillen jetzt auch schon seit einer Stunde, Freunde. Und das Einzige, was die machen, ist die ganze Zeit zocken und irgendwelche Skins holen, Alter. Sexy Lady. Ich hab echt keine Hobbys, kann das sein? Ich hab echt keine Hobbys, Alter. Deswegen, Freunde, ich würde sagen, wir melden uns gleich nochmal. Ich glaube, es wird heute kein Sieg für mich, aber das sehen wir dann, Freunde. 2 Stunden sind vergangen. Felix ist mies am Schwitzen, also wirklich unnormal. Er kommt die ganze Zeit Netflix. Ich gehe mal zu ihm und guck, was los ist, Alter. Junge, was ist los mit dir, Alter? Freunde, ich dachte, Netflix bringt das, aber ich schwitze so hart. Ne, wie der Typ hier. Ich würde sagen, Freunde, ich gehe jetzt erstmal duschen. Bis morgen, ich habe auch so Bauchschmerzen vom Essen, echt. Junge, mach auf! Da will ich nicht mehr reingehen, glaub mir. Was machst du da, Nora? Mir ist zu warm, diese Kälte bringt mich um. Der füllt aber doch warm oder nicht? Nein. Hier gibt's einen Knopf, kalt füllen kann. Hier gibt's einen Knopf, den du draufdrücken kannst, damit der kalt macht. Als ob der kalt füllen kann, ich wusste gar nicht. Alter, Freunde, 100er IQ auf jeden Fall. Das ist natürlich krass, wenn man sich damit kalt abfüllt. Immer noch Netflix die ganze Zeit angucken? Ich hab immer gut. Genau, Netflix ist besser als gar nichts, Alter. Mach mal die Kamera aus meinem Gesicht. Ja, Leute. Wie gesagt, mir geht's auch am besten, muss ich sagen. Freunde, like alle jetzt
Video und abonniert diesen Kanal, dann add ich euch und zock safe mit euch. Boah, wenn ich langsam so viel rede, boah, trifft es mich langsam auch, Alter. Weißt du, was meine Hand ist? Jemand, hier war so eine Seife vom Hotel, jemand hat sie gegönnt. Erik hat sich die Seife vom Hotel gegönnt. Digga, die hat geschmeckt, ehrlich. Ich glaube, davon habe ich so Bauchschmerzen. Alter, Leute, es ist nicht lustig. 3,5 Stunden ungefähr drin und ich kann schon gar nichts mehr, Alter. Ich will im Pool. Ich will im Pool. Und langsam kommt sie so vor, als ob diese Klimaanlage warme Luft hier reinmacht. Das ist echt so. Ich will endlich ins Meer, ich will im Pool, ich habe keinen Bock mehr. Wie wir Nora ausgemacht. Freunde, ihr seht schon, ich habe ja gerade gezeigt, dass wir kein Wasser haben. Das ist die letzte Flasche, Freunde. Die letzte Flasche Wasser hier. Und ihr wisst, wir können ja keinen Nachschub holen. Sprich, wir werden die letzte Flasche Wasser vor der Tür verstecken. Und dann wird hoffentlich Nora kommen und die suchen, Freunde, und rausfliegen. Wir wollen Nora als erstes raus, weil die fährt uns am meisten ab. Die sprüht ihr Frauenparfüm die ganze Zeit rum. Ist ihre Zuschauer, ihr wisst, Freunde, wie es ist, ne? Deswegen wollen wir Nora als erstes rausbekommen, Freunde. Das Wasser fängt mir vor der Tür verstecken, locken sie dahin, dann ist sie draußen und dann sind sie noch mit 3. Phase und ich team ab. Ist einfach so, Freunde, kommt mit. Schöne Sonne heute! So heiß, ne? Findest du auch heiß? Wo ist Wasser? Ich verdurste. Ich hab die Putzfrau vor der Tür gestellt. Du hast uns geliefert von den. Ja, er hat angerufen, weil wir neues Wasser liefern. Bei der Tür. Warum fahr der Tür nicht so klar? Wollte ich sie ablegen, wenn ich reinkomme. Wie ist die Flasche? Ja, genau, die Flasche! Wo geht Kim? Niki hat dich rausgehauen. Du wurdest losgeschissen. Ich will sagen und tschüss. Du bist raus. Yes. Damit, ey, lass die Tür zu. Damit heißt es nur noch mit 3 endlich sie raus, dann sie hat so genervt. Mann, ich kick euch auch beide raus. Was sagst du? Junge, Fettzeug, was können durch die ganze Zeit Chips, Alter? Was sollen wir sonst machen? Weißt du, guck mal nach draußen. Ja, Freunde, so sieht es draußen auf jeden Fall aus. So mehr, das ist viel geiler. Okay, Freunde, wie ihr euch mitbekommen habt, guckt mal raus. Freunde, könnt sehen, es ist echt schon ein bisschen dunkler geworden, aber in der Türkei ist es eh immer hell. Bruder, wer feiert da unten? Aber naja, Freunde, mir ist so warm, ne? Die Klimaanlage, wie ihr sehen könnt, ist einfach ausgegangen. Seht ihr dieses rote Zeichen? Lack, wer hat dich verarscht? Ich habe auch schon übelst Kopfschmerzen, weil diese Luft von der Klimaanlage hat meinen Kopf kaputt gemacht und jetzt diese warme Luft. Bro, trinkst du die ganze Zeit diese eine Cola? Pissa? Pissa so hart! Warte mal. Warte, ich die ganze Zeit am Zocken oder was? Oh Mann. Junge, kannst du immer zocken in den Challenges? Bei wer zuletzt bist du immer noch am Zocken, Junge? Junge, was soll ich sonst machen? Die ganze Zeit auf die Terrasse, den Pool und das Meer gucken. Ja, der Pool-Freund ist die ganze Zeit da. Aber, okay, wir können ja die ganze Zeit aufgeben einfach. Niklas. Ja! Junge, ich bin so anziehen! Pass mal auf! Boah, ich bin kaputt, mein Kopf. Energie, kein Signal mehr. Hey. Wow! Mann, komm raus! Oh, ey! Komisch! Ja! Guten Morgen, Freunde. Ich jetzt auch noch am Pen. Ja, Freunde, ist bei 6:55 Uhr, wie ihr sehen könnt. Die Challenge läuft immer noch. Können wir jetzt ein bisschen Netflix wieder, ihr wisst. Umbrella Academy, beste. Nebenbei, Freunde, gönnt euch die Aussicht, Alter, dieser Sonnenaufgang. Nick und Felix chillen ja auch noch. Und ja, ich sehe aus wie so ein richtiges Huhn gerade, Freunde. Aber die Challenge läuft immer noch. Wir sind die ganze Nacht auch hier gewesen. Ich habe die ganze Nacht nur eine Serie geschaut. Und hoffe, dass Felix und Niki jetzt gleich mal irgendwann aufgeben, Digga. Weil ich habe echt keine Lust mehr, Freunde. Wirklich, wir haben die ganze Nacht auch noch mitgemacht. Wir wollten ja erst nur einen Tag, aber anscheinend haben alle durchgehalten. Außer Nora, Freunde. Deswegen, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, ich gewinne das. Ich kann echt gar nicht mehr, Mann.
So, Freunde, wir sehen können, ich bin gerade auf der Toilette. Nicht wundern, aber ich bin schon ein bisschen länger hier. Ihr kennt das ja, wenn man aufs Toilette ist, dann so ein bisschen zockt, ist man immer so eine halbe Stunde mindestens drauf. Auf jeden Fall, ich höre nichts mehr. Eigentlich hat Nicky die ganze Zeit rumgeschrien. Zockt die ganze Zeit, Felix war auch die ganze Zeit Netflix am Gucken noch. Wir haben es ja den nächsten Tag. Ich weiß nicht, Leute, ich spüre irgendwie Betrug. Ich schaue jetzt einmal im Zimmer, wenn sie da nicht sind, Leute, können sie nur im Pool oder im Meer sein. Deswegen, Freunde, ich glaube, die Challenge ist gewonnen. Ich weiß noch nicht, aber ich höre nichts mehr. Es kommt mit auf jeden Fall. Ja, ich muss erst zu Ende. Ihr wisst schon. Bis gleich. Und ihr merkt schon, es ist mies hell hier. Ich bin jetzt auf dem Balkon. Ich schaue gerade im Pool. Leute, ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es. Felix und Nicky sind im Pool drin, Freunde. Man glaubt es nicht. Da sind die beiden, die Ratte. Da ist Nicky. Da ist Nicky und Felix. Er macht Saltos, Alter. Was, Felix? Felix, die Ratte kann kein Salto. Hört, ich hab sie erwischt. Sie chillen einfach hier im Pool gerade. Das ist das Meer, aber sie chillen im Pool. Offensichtlich geht's doch gar nicht, Alter. Ich hab's noch Beweis. Beide chillen im Pool. Leute, ich habe dann einfach oben gewartet, weil ich wusste, sie werden wieder hochkommen. Ich habe auch gefilmt und habt ihr auf frischer Tat erwischt, Freunde. Seht selbst. Was macht ihr hier? Ey, geduscht! Geduscht! Woher kommt ihr? Ey, geduscht! Geduscht! Woher kommst du, Ratte? Ja, ich hab geduscht hier! Ja, Junge, siehst du dich jetzt nass? Ich hab geduscht! Wisst ihr, warum ich euch nicht glauben kann? Ey. Ich hab ein Beweisvideo! Ey, der labert, der labert! Ah, stimmt, du labert! Doch, ich labert! Der labert! Gehen wir mal in die Galerie! Niklas, du warst im Pool? Das bist du, Niki! Das bin ich nicht! Ihr wart dabei, ich hab Beweisvideos. Ihr Ratten seid aufgewacht. Ja, weg hier! Also geht die Challenge offiziell an mich. Du warst. Nein, wir waren im Pool. Ist doch viel zu heiß hier im Haus, Mann. Du musst halt mir machen. Das war echt die schwerste Challenge, die wir je gemacht haben, ne? So fahren, so verlockend und da mussten wir einfach reinspringen. Es hat sich gelohnt, egal, es hat sich gelohnt. Also Freunde, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, Leute. Ich hab gewonnen. Ich bin's. Schnauze, Alter. Freunde, ich hab gewonnen. Was geht ab, Alter? Nick hat verloren. Junge, was geht ab, Alter? Felix voll. Deswegen, ich hab sie beide erwischt, hab das Video. Ihr habt's alle gesehen. Ich bin der Gewinner der Challenge, Freunde. Wollt ihr einen Wettbewerb im Pool verlässt, einen dicken Daumen nach oben geben. Ich würde sagen, Freunde, auch wenn es sehr schwierig ist, wie wär's mit 10.000 Likes auf dieses Video? Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir das schaffen. Ja, Nicky, du hast verloren. Aber zum Abschluss machen wir nochmal den Check. Yeah, Freunde, teilt den Kanal mit allen euren Freunden, Instagram, Snapchat. Teilt den Kanal, Freunde, Creator-Code SinLowBro und gönnt euch was von SinLowBro, unserer eigenen Marke. Erster Link in der Videobeschreibung, Freunde, dort ist gerade eine Aktion im Shop. Alles ist günstiger und es ist super fresh. Gönnt euch was, schickt uns einen Beweis und Niklas wird dann safe mit euch zocken. Er hat schon mit mehreren gezockt und zockt wirklich mit so gut wie allen, die sich was gönnen. Deswegen gönnt euch was, Freunde, und ja, always stay fresh, join the gang, der SinLowBro Gang Gang. Und ja, always stay fresh und peace! Bitch.